Damen und Herren. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ich bin nämlich aus Iserlohn und das ist ein etwas anderer Dialekt, aber der schlägt immer durch. Und also das war schon richtig mit dem Märkischen Kreis. Und ich war also immer für Südwestfalen zuständig. Bis 1985 habe ich im Referat Technische Denkmäler beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe gearbeitet. Und danach habe ich die Kultur der Fassung geleitet und die auch zu Ende geführt. Und wir hatten also auch unter anderem, kenne ich also, ich glaube, fast jedes Haus im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Kreis Olpe und im Märkischen Kreis und wer weiß nicht wo, im übrigen Westfalen auch. Und im Zuge dieser Arbeiten kam es mir ganz gelegen und in Konkurrenz kam gleichzeitig das Internet und so dass man sich also mit technischen Denkmälern allenthalben beschäftigt. Wenn Sie das Internet aufschlagen und geben eine Musikeisenbahn, dann kommen also Tunnelportale in Massen, Bahnhöfe in Massen, Eisenbahnen, alles was rollte. Aber kein Mensch beschäftigt sich mit Bahnbrücken, die ins Internet stellt. Also da ist eine Lücke. Ansonsten gibt es also viele Leute, die alles viel, sicherlich viel besser und detaillierter im Detail wissen als ich. Aber was ich Ihnen vorstellen könnte oder anbieten könnte heute Abend, ist eine Übersicht.